Worüber ich mit euch sprechen will, ist über eine Begebenheit von Josef. Nicht dem Josef unter Maria, sondern dem Josef, der nach Ägypten verkauft wurde. Und ich möchte mit euch Kapitel 39 anschauen. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, das ist erst im Mosebuch natürlich, Kapitel 39. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Buchstäblich steht dort, er war ein Mann des Gelingens. Er war ein erfolgreicher Mann, er war ein Mann des Erfolgs. Gut, schauen wir uns ein bisschen die Szene an. Da ist ein 17- bis 18-Jähriger, der Schmerzen hat am Körper, denn er wurde von seinen Brüdern in eine Zisterne, in eine leere Zisterne geworfen. Also wenn er gerade keine gebrochenen Knochen hatte, dann durfte er froh sein. Blessuren hatte er allemal. Und nicht genug, dass er lebensgefährlich verletzt hätte werden können. Er wurde von seinen eigenen Brüdern an eine Karawane verkauft. Die hat ihn nach Ägypten nicht transportiert, sondern mehr geschleift. Das heißt, er hat einen rauen Strick um Hals und Hände bekommen. Und wenn er nicht schnell genug gelaufen ist, gut, Kamele laufen nicht so schnell wie Pferde, Gott sei Dank, aber mit Kamelen hinterher zu laufen war auch nicht ganz so angenehm, könnt ihr euch vorstellen. Und von Israel nach Ägypten, je nachdem, wo man sich in Israel befindet, es war noch nicht gerade die Südecke, wo die ägyptische Grenze nahe war. Also das waren schon mehrere Tage Marsch in sengender Hitze, mit Sonnenbrand, mit staubigem Sand auf dem schweißverklebten Körper drauf, vermischt mit vergrusteten Blut und was das so halt noch alles war. So kommt dieser 17-, 18-jährige junge Mann, der ein herzensgutes Gemüt und Herz hat, so wird er auf den Sklavenmarkt geführt. Und auf dem Sklavenmarkt, da steht er jetzt, da wird ihm aufs Maul geschaut, aber nicht wie Martin Luther es sagte, man soll den Leuten aufs Maul schauen, also ein bisschen ihren Klang nachvollziehen, sondern man hat denen ins Maul geschaut, wie ein Pferd, ob noch alle Zähne drin sind, wie gesund der Sklave ist, ob er sich zum Kauf lohnt. Ja, der ist da gestanden, eben wie so ein Auktionsvieh und durfte froh sein, dass irgendwer ihn kauft. Und wir müssen uns vorstellen, dieser Josef, der all das mitmacht, der eine ungewisse Zukunft oder eher mehr, besser gesagt eine gewisse Zukunft, nämlich in lebenslanger Sklaverei vor sich hat, der seinen geliebten Vater nie mehr sehen wird, der seine Heimat nie mehr sehen wird, der steht da in der Gluthitze des Tages, seine Zunge klebt ihm am Gaumen, Menschen und Gott verlassen steht er da und Gott will zu ihm treten, ihm die Hand schütteln und sagen, darf ich dir gratulieren? Du bist ein Mann des Erfolgs. Du bist ein Mann, ein gesegneter Mann. Du bist ein Mann, dem alles gelingt. Du bist ein Mann des Gelingens. Also, wenn du dir diese Szenerie in diesem Zusammenhang mal vorstellst, kommt es dir wie der blanke Hohn vor, oder? Und doch, sagt das Wort Gottes, war es so. Fühlte sich Josef danach, als ob ihm jetzt alles gelang? Ob ihm eine goldene Zukunft
vor ihm lag? Nein, es fühlte sich alles andere als so an. Und jetzt möchte ich mit euch zurückgehen oder nach vorne springen in eine andere Begebenheit, nämlich ins erste Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und du wirst sagen, was hat das mit Josef zu tun? Wart mal ab. Matthäus 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef, ein anderer Josef, verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger, befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Mal soweit. Einige von euch dürften das schöne Lied kennen. Immanuel, Immanuel, sein Name heißt Immanuel. Gott hat sich geoffenbart, sein Name heißt Immanuel. Also es hört sich schön an, aber Vorsicht Falle, Vorsicht religiös. Was ist die Falle an diesem Lied? Nicht, dass das Lied falsch wäre. Gott hat sich ja wirklich geoffenbart. Man denkt da an das Weihnachtsgeschehen. Aber die große Falle ist, man verbindet den Namen Immanuel mehr oder weniger mit der fernen Vergangenheit. Damals, vor 2000 Jahren, hat Gott sich uns geoffenbart. Und die Religiosität will uns immer das, was der Herr uns jetzt hier und heute geben will, in die ferne Vergangenheit projizieren oder in die ferne Zukunft. Also irgendwann einmal oder in der Vergangenheit. Aber momentan gehst du leer aus. Es ist wie die Karotte, die uns vor der Nase baumelt, die aber wir momentan nicht erreichen. Und ich möchte dir sagen, lass mal den Gedanken, dass Immanuel vordergründlich bedeutet, er hat sich geoffenbart, beiseite. Denn Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Das ist die Bedeutung. Und das wird in diesem Lied gar nicht besungen. Es wird besungen, Gott hat sich geoffenbart. Aber es wird nicht besungen, Gott ist mit uns. Aber Immanuel und El heißt Gott. Mit uns ist Gott, heißt Immanuel. In der direkten Bedeutung. Mit uns ist Gott. Ja, er ist mit dir ist Gott. Das ist die Bedeutung von Immanuel. Nicht war Gott oder wird Gott sein. Es mag schon sein, dass es so war oder ist oder sein wird. Aber das Entscheidende ist, heute, hier und jetzt ist Gott mit dir. Und das ist der gemeinsame Nenner dessen, was wir in Matthäus 1 lesen, mit dem, was wir in 1. Mose 39 beim Josef lesen. Und es steht nämlich in Vers 2, 39 Vers 2, der Herr aber war mit Josef. Das heißt, Immanuel manifestierte sich dem Josef da am Sklavenmarkt. Immanuel zeigte sich bei Josef im Haus, im Herrschaftshaus von Potiphar. Immanuel zeigte sich Josef im tiefen Kerkerverlies. Immanuel, nicht irgendeine Bedeutung, nicht Weihnachten nur vor 2000 Jahren, sondern Gott ist mit uns. Jetzt wirst du vielleicht sagen, als guter neutestamentlicher Gläubiger, ja,
Gott ist mit uns, ist alttestamentarisch. Weil damals war Gott mit Josef, heute ist er in uns. In uns ist besser als mit uns. Wir kennen all diese Sprüche, wir kennen all diese Gedanken und diese Argumentation, aber ich möchte, dass du mal diese Spitzfindigkeit einfach auch beiseite legst. Denn der Punkt ist momentan nicht, ob er in oder außerhalb oder sonst was. Ich möchte dir die Augen öffnen, was für ein Segen es ist, wenn du die Immanuel-Offenbarung ergreifst. Die Immanuel-Offenbarung ist ein Geheimnis. Und wenn du es ergreifst, egal ob du wie Josef im Alten Bund warst oder heute im Neuen Bund lebst, dann ändert sich alles. Sag deinem Nachbarn, spitz die Ohren. Pass ganz gut auf. Wenn du jetzt die Immanuel-Offenbarung ergreifst, im Glauben könnte sich alles zum Positiven verändern. Kannst du Glaubensstärkung gebrauchen? Kannst du Ermutigung gebrauchen? Dann lohnt es sich, jetzt noch ein bisschen zuzuhören. Josef sah etwas, was die anderen nicht sehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Josef hatte etwas im Herzen, was andere nicht im Herzen hatten. Und das mache den ganzen Unterschied. Josef glaubte, dass der Herr mit ihm war. Obwohl seine Umstände eine ganz andere Sprache sprachen. Seine Umstände sprachen, er war Menschen und Gott verlassen. Seine Umstände sprachen, jetzt ist alles vorbei. Dein Gott hat dich im Stich gelassen. Wo ist denn dein Gott oder der Gott deines Vaters Jakob oder deines Großvaters Abraham? Wo ist er denn, der El Shaddai? Wo ist denn der Gott, von dem ich als Kind die Geschichten gehört habe? Wo bitte ist er denn? Ich meine, diese Zweifel haben auch ihn geplagt, haben auch ihn bombardiert. Aber er hat sich an seine Träume erinnert. Er hat sich erinnert, dass er ein Stern am Himmel ist. Und dieser Stern trägt seinen Namen. Ja? Er ist ein strahlender Stern. Egal wie verdunkelt der Himmel ist, egal wie trüb der Himmel ist, aber sein Stern strahlt. Er hat sich erinnert, dass er die eine Garbe voller Leben ist, die stehen bleibt, wo alle anderen sich beugen. Aber Josef bleibt stehen. Er bleibt aufrecht stehen. Das war seine Vision. Ist es laut genug? Sonst nehmen wir an das Mikro. Josef sah seinen Wert. Josef erkannte seinen unermesslichen Wert. Josef hatte seine Identität, dass er bedingungslos von Gott geliebt und gewollt war und gesegnet war. Er hat den Traum bekommen. Und das unbedachte Reden über diesen Traum hat ihn in diese Bedrulli, in diese Bedrängnis gebracht. Aber nichtsdestotrotz Gott hat den Traum gegeben. Und Gott weiß, was er tut. Und Gott ist treu. Er war treu bei seinem Vater Jakob, bei seinem Großvater Isaac, bei seinem Uropa Abraham. Er war treu, auf ihn ist Verlass. Und er glaubte tief in seinem Herzen, dieser Gott ist mit mir. Und wenn du das glauben kannst, was Josef glaubte, wenn deine Identität nicht in dem liegt, ob deine Freundin deinen Geburtstag vergisst oder nicht, ob wenn deine Identität in dem liegt, wie dein Mann gerade mit dir redet oder nicht redet, was er zu Weihnachten Schönes oder nicht Schönes bekommst, wenn deine Identität in dem liegt, dann fluktuiert es und dann schwankt es und dann bist du schnell irgendwo. Aber wenn deine Identität auf Fels gebaut ist, wenn sie unverrückbar, da fährt die Eisenbahn drüber, wenn sie in dem Zuspruch deines Gottes ruht, du bist mein geliebter Sohn,
du bist meine geliebte Tochter. Ich, mein Name ist Immanuel. Ich bin in diese Welt gekommen als Immanuel für dich. Der Gott, der mit dir ist. Wenn deine Identität sich darauf gründet, egal wie das Wetter, egal wie der Aktienkurs, egal wie die Gesundheit, egal wie das Geschäft läuft, egal was dein Wohl und Wehe, dann kannst du nicht anders, als über kurz oder lang Erfolg zu haben. Denn über kurz oder lang wird sich deine Identität manifestieren. Und was ist deine Identität? Du bist ein Mann des Erfolgs. Du bist eine Frau des Erfolgs. Du bist ein Mann, dem alles gelingt. Eine Frau, der alles gelingt. Und warum gelingt dir alles? Weil du so klug bist, weil du alle Fehler vermeidest, weil du so weise bist, weil du Vitamin B hast, weil du so protegiert wirst von deinen Eltern oder was weiß ich was und gutes Erbe hast. Nein, nicht deswegen gelingt es dir. Oder weil du eine gute Bildung oder Ausbildung hast. Oder weil du so geschickt geheiratet hast. Nicht deswegen gelingt dir irgendwas, sondern es gelingt dir, weil der Immanuel mit dir ist, weil der Gott mit dir ist. Und wenn du das nur ergreifen kannst, wenn du das nur sehen kannst und wenn du das in dein Herz ziehen kannst, dann kannst du unmöglich scheitern. Ich sage nicht, dann wirst du nicht scheitern, dann kannst du nicht mehr scheitern. Weil Scheitern und Immanuel vertragen sich nicht, sind restlos inkompatibel. Die passen nicht zusammen. Scheitern, Versagen über kurz oder lang, Not und Bedrängnis und Traurigkeit und Bedrückung und Immanuel gehen über kurz oder lang nicht zusammen. Über kurz vielleicht schon, aber über lang, über die Zeit der Prüfung hindurch, wird sich der Segen, der Erfolg, das Gelingen durchsetzen. Weißt du, du sagst, ja, aber Josef hat ja nichts. Vielleicht sagst du in deiner Situation, aber ich habe ja nichts mehr. Meine Freunde sind weg, meine Beziehungen sind weg, meine Schönheit, die ich mal hatte, ist am Verblühen oder ist schon weg oder was auch immer. Meine Gesundheit ist nicht mehr, meine Kraft, meine Energie, meine Schaffungskraft ist nicht mehr so da. Ich habe ja nichts mehr. Weißt du, du könntest sagen, Josef hatte auch nichts. Aber der Punkt war nicht, was Josef hatte oder was Josef nicht hatte, sondern der Punkt war, wen Josef hatte. Und er hatte einen Gott, dessen Name Immanuel ist. Was bedeutet, dieser Gott ist mit ihm und lässt alles gelingen. Weißt du, und du hast vielleicht im Was momentan nicht viel oder weißt nicht mehr, was du im Was hast. Du sagst, ich habe ja nichts mehr. Mag sein, aber du hast noch einen und der ist mit dir und sein Name ist Immanuel. Und wenn du das erkennst, wenn du das wirklich im Glauben ergreifst, kannst du nicht in deiner Not bleiben. Kannst du nicht am Sklavenmarkt bleiben. Und in der Tat, er blieb nicht in der Gluthitze stehen, der Josef. Es kam nämlich ein ganz besonderer Mann, der ihn gekauft hat als Sklaven. Und das Erstaunliche ist es, als der Spitz bekam, als der mitbekommen hat, dass alles um Josef herum gut wird und ein Segen wird und dass es mit diesen neuen Sklaven was auf sich hat, hat er 2 und 2 zusammengezählt und hat diesen 9 jungen Sklaven über sein ganzes Haus gesetzt. Er war über wenig treu und wurde über vieles gesetzt und so hat er ihm blindlings vertraut, alles anvertraut. Er hatte es gut, er durfte über das Herrschaftshaus, ich möchte schon mal sagen, fast regieren. Das war schon die erste Stufe, wo Josef der herrschende Aspekt des Regierens wurde. Da wurde er schon einer, der mit viel Logistik umzugehen hatte. Da hatte er sogar schon Weisungsbefugnis an andere Untergebene. Musst du dir mal vorstellen. Vom 17-, 18-jährigen Wüstenjungen vom Sklavenmarkt wie ein Stück Vieh erworben,
zum Vorsteher eines großen Herrschaftshauses mit Dutzenden von Mitarbeitern, mit Dutzenden. Der wurde ja eigentlich zu einem auf alle Fälle mittelständischen Unternehmen ist der avanciert, wenn du es mal so siehst. Fast über Nacht. Der ist die Karriereleiter aufgeflogen. Aber wie? Nicht indem er Gott Vorwürfe mache, nicht indem er auf die Umstände schaute, sondern indem er innig vom Herzen her an dem festhielt, was er von diesem Gott gehört hatte. Dass er mit ihm ist, dass er ein Stern ist, dass er eine Garbe ist, voller Leben und dass er stehen bleibt, wenn alles andere in die Knie geht. Das, an dem hat er festgehalten. Er hat Gott gelobt, er hat Gott gepriesen, er hat Gott gedankt, wo es scheinbar nichts mehr zu danken gab. Er hat einfach den Namen des Herrn hochgehalten in seinem Herzen, geheiligt in seinem Herzen. Er hat diesem Gott alle Ehre gegeben, ob er unten war oder nicht, oder ob er oben war. Und das siehst du, was der Herr uns damit sagen will. Die Immanuel-Offenbarung ist für jeden von uns. Wenn du das sehen kannst, was Josef sah, wenn du sehen kannst, dass du ein Gerechter bist wie Josef, wenn du sehen kannst, dass du ein Auserwählter bist wie Josef, unabhängig, was Gesundheit oder Umstände sagen oder Beziehungen sagen oder die letzten Wochen oder Monate gesagt haben oder die Arbeit, der Beruf sagt, unabhängig von all dem, du bist ein Berufener. Dein Gott ist Immanuel, dein Gott ist mit dir. Und egal, es geht nicht darum, was du hast, es geht darum, wen du hast. Du hast Immanuel, du hast diesen Gott. Und ich möchte noch eine Bibelstelle mit euch teilen, die in diesem Zusammenhang so, so wichtig ist. Ich habe sie schon ein paar Mal auch dieses Jahr gepredigt und ich möchte sie euch wieder vor Augen stellen. Nämlich es ist Sprüche, im Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen anerkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und weißt du, genau das hat Josef gemacht. Was heißt es, sich nicht auf seinen Verstand zu stützen? Die Sorgen nicht groß werden zu lassen, denn woher kommen die Sorgen? Vom Grübeln, vom Verstand. Was passiert, wenn das passiert? Was ist, wenn der nicht zahlt? Was ist, wenn das nicht rechtzeitig kommt? Was ist, wenn das passiert, wenn dem was passiert, wenn er was zustößt? Verstehst du, der Verstand produziert die Sorgen. Aber wenn du auf den Herrn vertraust von ganzem Herzen, steigt der Glaube auf, steigt der Friede auf, steigt die Freude auf. Und das hat Josef gemacht, auf all deinen Wegen. Das heißt, von früh bis abends, ob du beim Frühstück bist, ob du in der Arbeit bist, beim Kundengespräch bist, auf all deinen Wegen anerkenne nur ihn. Wenn die Dinge schief laufen, anerkenne nicht das Problem, anerkenne nur den Immanuel, anerkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade, dann ebnet er selbst deinen Weg. Also hier ist eine klare Bedingung, eine Ursache und eine Wirkung. Wenn du dich nicht auf den Verstand stützt, wenn du nicht Sorgenraum gibst, wenn du dich weigerst zu grübeln, wenn du dich weigerst zu sudern und zu schimpfen und zu klagen und zu murren, wenn du dich einfach weigerst und den Herrn anerkennst mit Loben und Danksagen und du bist dennoch mein Gott. Wie Hiob, für den hat sich schon lange nicht mehr gerechnet, aber du bist dennoch mein Gott. Und solange du ihn anerkennst, egal wie es läuft, egal wie die Umstände sind, solange du ihn anerkennst und preist und lobst und in die Ehre gibst, wenn du die Bedingungen erfüllst, dann und nur dann. Du meinst, wenn ich dann ein bisschen Sorgen Raum gebe und das nicht in Ordnung bringe, dann nicht? Nein, dann nicht. Du meinst, wenn ich ein bisschen klag, schimpf, suder und mit der Freundin schwatz und schimpf, dann nicht? Nein, dann nicht. Du meinst, wenn ich eine halbe Stunde in Sorgen bin, aber nicht durchbreche und das mit Blut bedecke und wieder Jesus Lob und Preis und Dank, dann nicht? Nein, dann nicht. Klare Ursache, klare Wirkung. Wenn du ihn anerkennst auf all deinen Wegen, wenn du dich nicht auf deinen Verstand stützt, nicht den Sorgenraum gibst, nicht dem Problem groß werden lässt, wenn... Dann,
Wenn du dich nicht auf den Verstand stützt, dann ebnet er deinen Weg. Du meinst, er ebnet nicht meinen Weg automatisch, nur weil ich sein geliebtes Kind bin. Nein, du musst ihn anerkennen. Du musst ihm Raum geben. Du musst auf ihn schauen, statt aufs Problem. Dann, und zwar als Automatismus, als, das ist wie, haben wir irgendwas, ich nehme mal das Ei. Dieses schöne Ei hier. Wenn ich das Ei fallen lasse, in 5 von 5 Fällen fällt es, wenn ich es fallen lasse, nach unten. Man sagt, es ist ein Ursache-Wirkungsgesetzmäßigkeit. Das ist so. Das liegt nicht daran, dass heute Sonntag ist. Es liegt nicht daran, dass ich ein netter Kerl bin oder auch nicht. Versteht ihr mich? Das hat damit gar nichts zu tun. Das liegt nicht daran, dass ich mich hineinsteigere mit mentaler Kraft. Nein, ich brauche gar nichts machen. Völlig bedingungslos wirkt die Wirkung, wenn die Ursache erfüllt ist. Ich lasse fallen und das ist eine Schwerkraft, dann. Und genauso ist es, wenn du ihn anerkennst, wenn du dich nicht auf deinen Verstand stützt, in 5 von 5 Fällen ebnet er deinen Weg. Er ebnet deinen Weg, er ebnet deinen Weg, er ebnet deinen Weg, er ebnet deinen Weg, er ebnet deinen Weg und zwar ausnahmslos. Du meinst, bei besonders schweren Fällen, ab 1 Million Geldbetrag, schafft das auch noch? Nein, da gehen im Himmel nicht die Lichter aus, da ebnet er auch deinen Weg. Kann auch 1 Million Schulden in Ordnung bringen. Er ebnet deinen Weg, er ebnet deinen Weg. Ich weiß nicht mal aus noch ein, er ebnet deinen Weg. Du musst den nicht selber ebnen. Er ebnet deinen Weg, er ebnet deinen Weg, er ebnet einfach deinen Weg. Und jetzt merkt man das. Warum wir oft nicht erleben, dass Gott unseren Weg ebnet, liegt daran, dass wir die Immanuel-Offenbarung nicht ergreifen. Dass wir sie nicht sehen und nicht ergreifen. Und der Herr möchte uns zeigen, es kam ein wunderbarer Bote in diese Welt mit Namen Immanuel. Und er kam nicht nur in diese Welt und ging wieder, er ist in unser Herzen gekommen. Und er ist in uns, aber das ist ein Schatz, der brach liegt. Solange wir ihn nicht sehen, solange wir ihn nicht ergreifen, solange wir ihn nicht anerkennen auf all unseren Wegen. Aber sobald wir das tun, nicht wird er unter Umständen unseren Weg ebnen, nein, er ist verpflichtet. Er muss unseren Weg ebnen. Wir dürfen ihn behaften, wir dürfen ihn belangen, wir dürfen ihn schelten und wir dürfen ihn schimpfen geradezu. Herr, wenn du nicht, wenn ich den ganzen Tag denke an dich und lobe ich dich, du musst jetzt meinen Weg ebnen. Weißt du was? Der Herr freut sich. Der Herr freut sich, der wird sagen, ich habe lang gewartet, dass du mal mit mir so ernstlich redest. Du warst immer so fatalistisch, so ein bisschen, naja, wenn der Herr will, er kennt meine Adresse, er weiß, wie er mich singen kann. Wenn er will, wird er schon machen. Que sera, sera. Whatever will be, ja. Und alles ist so ein bisschen fatalistisch. So, der Himmel weiß eh, der Herr weiß eh. Der Herr weiß eh, aber weißest du? Der Schlüssel sind wir. Der Schlüssel ist dein Glaube. Der Schlüssel ist deine Offenbarung. Der Schlüssel heute Nachmittag ist die Immanuel-Offenbarung. Nicht was du hast, sondern wen du hast, ist entscheidend. Und ihr alle habt den Gott, der mit euch ist. Und der euren Weg ebnen muss, sobald ihr ihn anerkennt. Halleluja. Und ich glaube, es ist nicht schwer, die Lektion ist nicht schwer, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn wir anfangen, ihn anzuerkennen, wie kannst du das machen, wie kannst du das üben, wenn du oft ihn vergisst? Wie kannst du das üben? Setz deinen Namen ein. Sag und proklamiere es jeden Tag in der Früh. Schreib es dir von mir aus mit Dixo-Film auf dein Spiegel im Badezimmer. Der Herr ist mit Talin und sie ist eine Frau, der alles gelingt. Schreib das auf den Spiegel und proklamiere es. Der Herr ist mit Hans und er ist ein Mann, dem alles gelingt. Der Herr ist mit Mischa und ich bin ein Mann, dem alles gelingt. Oder der Herr ist mit mir und ich bin ein Mensch, dem alles gelingt. Wenn du diese Wahrheit
anfängst zu proklamieren, wieder und wieder und wieder fängst du an, sie zu glauben. Mit dem Mund wird bekannt und mit dem Glauben, okay, mit dem Herzen wird geglaubt. Du bekehrst erstmal das Herz, was zum Teil ungläubig ist in dir und in mir. Mein Herz glaubt oft nicht. Mein Herz ist oft Gott vergessen. Mein Herz ist oft eigenartig drauf. Und deins auch. Ja, es ist manchmal eigenartig drauf. Ja. Aber ich predige meinem Herzen. Der Herr ist mit Michael und er ist ein Mann, dem alles gelingt. Der Herr ist mit Laura und sie ist eine Frau, der alles gelingt. Du musst diese Wahrheit einfach wieder und wieder lesen, sprechen, glauben. Lesen, sprechen, glauben. Der Herr ist mit mir und ich bin ein Mensch, dem alles gelingt. Der Herr ist, sag's mit mir zusammen jetzt, der Herr ist mit mir und ich bin ein Mensch, dem alles gelingt. Der Herr ist mit mir und ich bin ein Mensch, dem alles gelingt. Immanuel ist mit mir und ich bin ein Mensch, dem alles gelingt. Und du merkst auf einmal, wie dein Herz glücklich wird. Du merkst auf einmal, wie du mehr Möglichkeiten siehst, mehr Zuversicht, mehr Hoffnung. Woher kommt das? Der Glaube kommt aus dem Hören. Und vom Hören des Wortes Christi. Und glaub mir, Christus ist Immanuel. Das Wort Christi heißt Immanuel. Gott ist mit uns. Und wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott mit uns ist, kann ich noch auf Dauer scheitern? Kann ich noch Niederlagen haben? Nein. Mittel- und langfristig wird sich die Wahrheit durchsetzen. Seines Namens. Alle Ehre seinem Namen. Amen. Immanuel, sein Name heißt Immanuel. Amen. Mit uns ist Gott. Amen.